Ja, hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Valheim mit Schenk. Immer noch die erste Aufnahmesession, weil wir Bock haben. Und weil wir Weil wir auch irgendwie. langsam sind. Ich meine, wir genießen die Zeit, das meine ich natürlich. Langsam. Ich, ja. Wollen wir? Wir suchen immer noch eine geeignete Stelle, weil Schenk ist da ein bisschen wählerisch, ist aber nicht so schlimm. Das stimmt, ich bin echt wählerisch. Warum werden wir noch erfahren, ne, warum das so ist? Naja, also das Ding ist, wir werden da sehr, sehr viel Zeit verbringen. Von daher würde ich schon gerne was Schönes haben, ne? Guck mal, da hinten sind wieder Krokodile. Dinos. Ich müsste mir mal bald wieder einen Club bauen. Weiß nicht, was heißt Club auf Deutsch? Stock. Oder Was? Keule. Schläge. Ja, Keule klingt ganz gut. Ja, es ist halt der Nachteil, wenn man nur noch Deutsch spielt, ne? Auf Deutsch. Dann bist du mal in so einer Lage. Deswegen habe ich mich abgewöhnt. Und. Hier ist doch gut, oder? So eine Also, Halbinsel? ich habe es mir auch gerade angeschaut. Das Deck sieht nicht aus, aber es ist ein bisschen klein. Man kann es nicht merken. Ich renne ja dem Reh hinterher, weil das gibt Fleisch und Leder. Aber es rennt halt weg. Oh. Oliver, du nutzloses Vieh, Alter. Wenn der hinterher sprintet, ist das halt keine Ausdauer mehr zum Zuhauen, Supi. Was macht er denn jetzt? Hey! Dreh war schlauer. Meinst du nicht, dass das hier ein guter Spot ist, so, die Halbinsel? Wegen den großen Steinen ja, aber die kann man doch bestimmt abbauen, ne? Ja, das geht später auch. Ich würde es mir ein kleines bisschen schauen, wir noch mal nichts finden. In den nächsten paar Minuten dann kommen wir ja zurück, würde ich sagen. Okay. Ist auch so schön, also. Wir können auch Ja, einfach die. Die, ja, also wunderbar eigentlich, ne? Hier schön mit Abendsonne und am Strand. Also. Matsch, ne? Aber ist ja auch schön. Ja, man kann auch schlagen, wenn man im Wasser ist. Komm her. Oh. ich glaube, sie wird mit einem Schwein im Wasser. Das war ein Tier. Scheiße, ja. Ist auch viel Viehzeug, ne? Was hier so rumkreucht. Nochmal so ein Neck. Oh. Fast ein One-Hit, Alter. Krass. Ich muss noch mal fragen, gibt es auch so Buff-Food, was du permanent dann hast? Was zum Beispiel Nee. das Leben dauerhaft erhöht, um 1 oder Nee, so? Okay. nee, du musst immer essen. Okay. Ja. Essen ist wirklich sehr wichtig in dem Spiel. Ja, ich verstehe. Ist es der Rabe, der solche Töne macht? Nee, das sind irgendwelche Das sind Schweine. die Hirsche. Ja, das sind komische Geräusche. Ich habe noch nie diesen Hirsch von gehört, der so ein Geräusch macht. Also ich höre allgemein nicht viele Hirsche, aber.
Könnte man noch einen Pilz essen, ne? Also am besten, man frisst die ganze Zeit, ne, glaube ich. Das ist echt so, ich glaube, am besten. Okay, wir sind jetzt gleich wieder am Anfang, ne? Wenn ich das richtig annehme. Ich dachte, da hinten wäre es ein bisschen offener, aber die Bäume sind dann doch gerendert. Also doch nicht. Na, mal schauen. Meine Fackel ging aus, weil sie erloschen ist. Ja, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Leben. Ach so, Blocken habe ich jetzt bislang noch gar nicht genutzt. Bringt das was? Macht das Sinn? Oder? Mit dem Schild, ja. Mit der Waffe wird es wahrscheinlich. Ist nicht so gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die Aufladung der Waffe sich verliert, ne? Oder verringert. Bin ich mir ganz sicher. Hier, schau mal her, hier ist was Wichtiges. Was Wichtiges, okay. Wenn du da reinschaust. Da hängt irgendwas oben. In der Das Ecke. ist sehr, sehr wichtig. Gift. Das ist Ich ein Gegenstand. sterbe! Ups, wirklich? Nein, Nein, nein. ups. Guck mal, da kam was raus! Wo will der hin? Mit seinem Allianzschild. Komm her. Hey, Allianzschild. Ach, der trägt so einen Sack auf dem Rücken. Aha. Das sah gerade aus wie Allianzschild. so ein Allianzwappen. Okay, das müssen die Pilze sein, ne? Es sind die Pilze, ja. Mit dem Erdbeeren, das verträgt sich nicht. Ne, warte mal, nicht. Zeig dir mal einen kleinen Tipp. Warte. Ja, wo bist du denn? Wegen diesem Beutel jetzt da, oder der da hängt. Ne, ich hab hier diese Workbench aufgestellt. Ah ja. Oh, zu nah rangegangen. So, und zwar kann ich jetzt Folgendes machen. Sie sehen? Du hast das ganze Ding jetzt abgehauen? Ich hab's einfach abgerissen. Das Mit war's mit der dem. Wab Genau. Mit dem Jetzt ist auch der Hammer? Bienenstock, jetzt ist auch der Bienenstock kaputt gegangen. Das ist Kannst du ihn einsammeln? natürlich. Aber wie hast du das so schnell jetzt abgerissen? Das verstehe ich gerade nicht. Naja, wie gesagt, ich habe den Workbench hingestellt Ja. und dann kannst du die Strukturen abreißen wieder. Also bei dir ist die mittlere Maustaste. Ach. Ja, krass, geil. Also, wow. Ja, super. Das ist ja mega praktisch. Jetzt hast du was ganz Wichtiges im Inventar drin, ne? Den Bienenstock. Genau, die Königin. Ich glaube, ich habe zu viel Holz bei mir. Weil ich kann nichts mehr aufheben. Habe ich 50 Stacks? Ne, 15 habe ich. Ach doch, ne, hä? Muss ich das tauschen? Nee. Der eine Stack ist voll, aber der zweite nicht. Was, die Bienenkönigin? Die ist Naja. irgendwo Queen bei Bee. dem. Genau, ja. Die ist wichtig. Okay. Schenk mir es nass und kalt. Zu kuscheln. Oh, Wellengang. Kann man auch ertrinken? Wenn deine Ausdauer beim Schwimmen ausgeht, dann nimmst du Schaden. You are carrying too much. Aber das verstehe ich nicht. Beim Inventar. Das Acht ist Gewicht. Oh. genau. Ah, deswegen hat er das Holz nicht mehr aufgenommen, weil das zu schwer alles dann ist.
Oh, das Holz ist aber schwer. Ui. Das wird heute nicht besser. Ich würde sagen, wir gehen zurück zu der Granatinsel und nehmen die einfach. Warte mal, ich Weil muss. da hinten kommt schon der nächste schwarze Wald. Noch ein schwarzer Wald? Naja, da hinten ist. Ja, von daher bleibt uns nur diese kleine Halbinsel da übrig. Mehr haben wir ja jetzt nicht gefunden. Ja. Dann nehmen wir die, würde ich Was sagen. kann ich denn jetzt wegwerfen? Weiß ich nicht. Guck mal, ich habe noch Honig, Mensch. Cool. Ich bin jetzt 1 Gramm drüber. Kann ich die Steine? Jetzt habe ich 49 Stück weggeworfen. Kann ich die auch irgendwie abstecken? Ja, wenn du Shift-Linksklick drauf machst. Ah ja, perfekt, danke. So, dann will ich nämlich, schmeiß ich einfach 2 Steine raus und heb nichts mehr auf. Wo sind die jetzt hin? Okay. Jetzt passt's, ja. Okay. Ach, dumm. Ja. Eigentlich ein Glücksfang, ne, dass der hier gestrandet ist. Es waren die Flutwellen. Die haben den ja noch draußen getragen. Glücksfang. Ganz ohne Angel. Lex. Oha. Okay. Da wird die Welt gespeichert. 35. Honig ist ja richtig gut, ne? Also Honig gibt dir ja gleich mal 35 Ausdauer. Heavy. Ja, da musst du wahrscheinlich immer so einen Bienenstock rein, ne? Für ein bisschen Honig. Wir können dann später auch unsere eigenen Bienenstöcke machen. Ui. Tag 4 und nichts geschafft. Das klingt gerade so ein bisschen, Wie denn? als Wie wär's denn? nicht, als wär's nicht normal. Nee. Und wir Ich sind sag, schon also, wieder. wir sammeln Erfahrung, sagen wir es mal so. Wir sind schon wieder 13 Minuten drin. Komm her mit deinen Allianzwappen, ey. Verbrenne. Also eine halbe Stunde ist nichts, ne? In Nee, so, ist in echt solchen lang. Games. In dem Spiel ist es echt nicht. Das war geht so extrem schnell. Gefährlich. Sehr gefährlich. So, dann werden wir da. Ja, herzlich willkommen bei Valheim.
Wir fangen jetzt an. Also als erstes war ja die Werkbank ganz wichtig. Genau. Das dauert jetzt natürlich ich die Stelle, weil ich schon wieder vergessen habe. Ach nee, Rechtsklick. Ja. Hast du die schon gestellt jetzt eben? Nee. Nee, ich lasse dich das machen. Nee, pack mal das Ding weg. Ja, so. Da ist so ein hässliches Kack-Goblin-Ding. Warte mal. So. Komm her, Alter. Oh, ich hab die falsche Waffe in der Hand. Jawohl. So. Aua, ich brenne. Was? Crafting Station needs a roof. Okay. Also du kannst halt Strukturen kannst du einfach so bauen, wenn das Ding in der Nähe ist. Aber alles, was halt innerhalb von dieser Workbench machst, da muss das Ding überdacht sein. Tja, was baue ich denn da jetzt? Was bauen wir denn? Wir brauchen erstmal diese Grunddinge, ne? Ja, Bett und sowas. Es gibt ja dann eigentlich auch die Nacht hier, ne? Wenn wir alle gleichzeitig schlafen, dann ja. Naja, wir alle, also wir beide. Wir alle beide? Ja. Okay. Man muss jetzt auch nicht noch irgendwie einen Boden bauen oder sowas, ne? Doch, du musst einen Boden legen. Building. Warte mal, jetzt muss ich gucken. Das sieht alles sehr... Woodfloor. 2x2. Okay. Dann, weiß ich nicht. Baue ich jetzt hier... Also, ich würde jetzt hier irgendwie sowas wie ein Haus hinbauen, ne? Nö, mach mal. Ich lass dich mal machen. In der Zeit hacke ich die Bäume runter. Ich sehe es gar nicht wegen dem Grünzeug hier. Ach so, ich kann ja nicht weiterbauen, weil es wahrscheinlich nicht ebenerdig ist. Nee, doch. Hä? Was machst du denn da? Ich weiß nicht. Oh, schön in den Boden reingebaut. Ja. Also ich würde am höchsten Punkt anfangen. Von da aus ausbreiten, weil dann, wenn du jetzt so in der Mitte anfängst, dann baust du irgendwann in den Boden rein, ne? Ja, das ist jetzt schon nicht eben. Also hier ist schon wieder Schluss. Warte mal. Ich glaube, ich muss es mal alles auseinandertreten. Ja. Ja, da komm. Ja. Peng, Alter. Das mit dem Mausrad drücken ist halt ziemlicher Schmutz, du. Also ich hab's umgelegt. Das müsste ich auch machen, glaube ich. Daumentaste ist bei mir. So, was hast du gesagt? Höchster Punkt und von da aus, ne? Genau, weil du hast eben gesagt, du hast eben irgendwo in der Mitte angefangen und du hast die ausgebreitet und dann kamst du in den Boden rein, weil es dann doch zu höher wurde. Und wenn du ganz oben anfängst, dann kann dir das nicht passieren, weil es geht nicht höher. Also ich glaube, das Höchste wäre wahrscheinlich hier irgendwo. Das sieht ziemlich hoch aus. Okay, hier kann ich auch nicht bauen. Nicht? Gleich welche stehe? Nee. Ich kann ja bauen. Hier, ja, jetzt kann ich ja hier. Jawohl. Na, wir probieren das mal. Wir probieren mal hier in den geraden Boden. Ist aber eigentlich nicht normal, dass der Rasen dann da trotzdem drüber ragt, ne? Ja, das können wir später noch fixen. Wenn wir die Mitte dazu haben. Aber am Anfang müssen wir uns echt damit abfinden. Dass wir hier nicht viel an der Fläche ändern können.
bisschen doof. Jetzt muss ich den Stein ja weghauen. Den kann ich noch gar nicht weghauen, ne? Den Stein. Nee, den noch nicht. Haben wir halt. Hast du meinen Stein über? Bestimmt, ja, klar, hier. Ja, bitteschön. Zieh ich mit 40, jetzt bin ich überladen. Mein Club ist kaputt. Ja, das sieht jetzt erstmal so ein bisschen dullihaft aus. Wir haben halt einen Naturstein in der Wohnung. Genau. Blockt. Achso, wenn ich davor stehe, oder wie? Das ist echt so krass, ja? Wenn ich davor stehe, dann macht er das auch nicht, ja? Witzig. Ja, finde ich auch gut, macht Spaß. Also, es ist so ein künstlerisch sehr kreativ hier alles. Es gibt auch solche richtige Freaks, die halt das Survival-Spiel nur zum Bauen machen und die machen halt die geilsten Sachen daraus, ne? Ah, glaube ich, ja. Ist halt schon alles so ein bisschen zeitaufwendig, ne? Also du wirst in dem Spiel sehr viel mit Formen zu tun haben. Oh, ich hab kein Holz mehr. Oha. Hast du noch Holz? Bin ich hier. Ja. Ja, danke. Wie viel hab ich denn jetzt? 47 Stück hast du mir gegeben, Alter. Da liegen noch 50. Boah. Das ist nichts. Das ist ganz schnell wieder weg. Hey! Halt doch mal vor einmal. Jetzt hab ich irgendwie mich verbaut. Scheiße. Ja, irgendwas stimmt ja nicht. Irgendeine Platte ist schief. Reißen das mal ab hier. Also ich hab da, das wird hier ordentlich gemacht. Ja. Sonst wird das wie das abgerissen, ja. Das Ding ist, ich sehe es halt gar nicht so gut, ne? Tatsächlich. Ach, eine liegt. Ja, später können wir hier das ganze Gelände unseren Wünschen umändern. Also, soll ich mal hier anlegen? Ja. Nichts da rein. So, jetzt. Da ist noch kein Holz, oder? Nee. So, passt das jetzt? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Ich seh's nicht. Nee, du, hier ist eine coole, glaube ich. Ja. Cool. Oh Mann, der war schlecht, ich weiß. Ja, okay. Wieso passt es denn immer noch nicht? Das gibt's doch gar nicht. Also die eine Stelle hier, die macht mich wahnsinnig gerade so ein bisschen. Ein Teil. Wie viel Holz liegt denn da drunter, sag mal, ist ja irre. Schließt jetzt ab, ja. Jetzt habe ich's. Oh. Meine Herren.
Jetzt ist der Hammer kaputt. Ich heule. Also wenn du jetzt hier ein Dach drüber hättest, könntest du dann an dem Ding hier reparieren an der Workbench. Ich hab mir jetzt einen neuen gebaut. Oder so. Also noch ist das billig, irgendwann wird es doch teuer werden, ne? Die Billowhammer bleiben. Also es kommt darauf an, was du für einen Hammer hast dann, ne? Wieder keine Steine mehr. Warte, ich glaube, ich hab ich noch welche? Brauch nur vier Steine. Ich hab ganz viele, guck mal. Siehst du an. Schmeiß mal den Rest hier auf den Boden drauf. Ja, cool. Also ist schon mal ein Boden mit Naturstein, also. Ist schon gut. Das ist so gewollt. Wohlhabend. Okay. Ja, wie groß soll die Villa denn werden? Ist jetzt halt ja, das reicht erstmal. Also machen wir erstmal nur so ein kleines Starterhaus. Wir werden hier später eh noch alles abreißen und dann schön machen, wenn wir die Mitte dazu haben. Doch, werden wir. Du kannst später viel, viel geilere Sachen machen mit den neuen Werkzeugen dann. Und da ja, das ist jetzt wirklich nur so erstmal für das Nötigste am Anfang. Okay. Ich, Das wird, wenn wir das länger spielen, wird das ein richtig krass Unterschied werden zwischen. Also der Halbinsel, wie die jetzt aussieht, wie sie später aussieht. Okay. Ja. Ich bin gespannt. Ich packe jetzt hier ein Bett hin. Mach vielleicht zwei draus, wenn du nicht kuscheln willst. Kann man das auch irgendwie drehen? Ah ja, mit dem Mausrad, okay. Ja. Ich würde sagen. Guck mal. Mit Blick, mit Meeresblick. Ja, sehr heimisch. Finde ich super. Ja, es gibt schon schöne Sachen. Okay, dann ziehen wir jetzt mal eine Wand. Weil ein Haus hat ja auch Wände, ne? Brauchen ja ein Dach schlussendlich. Aber ist das hier eine Wohnwand? Nee, das ist hier so eine. Habe ich es jetzt schon verkackt mit dem Hinstellen hier? Nee. So. Ja, schön. Ja, finde ich super. Oh ne. Du musst dann halt in das Haus reinspringen. Was? Oh, ich seh's. Weil du so nicht reinkommst. Ja, toll. Die Werkbank bleibt draußen stehen, ne? Nee, die müssen wir reinholen. Baut auch ein Dach. Ah ja, stimmt, na klar. Ja, die drehe ich gleich zusammen. Ist ja wieder kein Holz. Hast du noch Holz? Jo, komm mal. Guck mal, es sieht geil aus, ey. Es sieht jetzt schon richtig gut aus. Danke. Danke, danke, danke. Und ich brauche wieder Steine. Da habe ich leider keine mehr. Wie? Nee, keine Steine mehr. Warte noch kurz. Hab ich leider keine mehr. Was hast du damit gemacht? Hab ich dir doch gegeben?
Ja, ich habe dann wieder die 40 Steine. Ach so, warte mal, hier, doch klar, ich habe sie im Inventar. Mensch, lol. Ja. Oh, ich habe kein Holz mehr. Ja. Die ist auch ziemlich hoch. Das passt ja gar nicht. Ach, das ist so. Ach so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich finde es super. Ich packe jetzt hier eine Tür hin und dann muss man die Tür aufmachen, um rausgucken zu können. Apartment Fenster. Gibt's denn hier Fenster? Nee. Ich muss dann wirklich was freilassen, oder? Nee, so ein vorgefertigtes Fenster gibt es nicht, das musst du da selbst kreativ werden. Na, dann mach ich erstmal dicht. Tut mir leid, also. Mach erstmal dicht. Hier die Bude. Ja, schön. Okay. Ja, die 30 Minuten sind schon rum, ne? Wow. Wir haben schon mal den Boden und Wände gezogen und Betten. Also In der nächsten Folge ist dann ein Palast da, ganz sicher. womöglich. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüssi.